Hier haben wir den Abholzbereich gesetzt. Das ist gut, das wird dann auch gleich gemacht. Das passt. Hier wird auch fertig gebaut, denke ich mal. Das dürfte nicht allzu lange hoffentlich mehr brauchen. Mal schauen. Den Fischauftrag brauche ich 20 Fische. Und da haben wir auch nicht mehr ewig Zeit. Also wir haben noch Zeit, aber nicht mehr ewig. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir einen zweiten Fischer fertig bekommen. Und dann halt mehr haben. Aber ja. Aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich hoffe tatsächlich, dass wir durch die Schafe und durch die Produktion von dem Stoffen, die wir ja die ganze Zeit für alle Bauaufträge hier überall brauchen, dass wir da dann relativ die Handbremse lösen können im Spiel. Dass wir dann auch schneller vorankommen. So, drei Holzfäller, dann geht da auch noch ein bisschen was. Dann können wir nämlich tatsächlich mehr Bretter produzieren. Weil dann haben wir ja quasi unsere Holzproduktion verdoppelt. Und die Bretter brauchen wir halt für alles, ne? Für alle Bauaufträge hier, da fehlt es auch überall immer so ein bisschen an Brettern. Das könnte man halt damit jetzt ein bisschen beschleunigen einfach. So, dann geht das jetzt hier gleich los. Habe ich doch Steine mit Fisch verwechselt. Kein Problem, alles gut. Alles gut. So, jetzt sind wir gleich fertig. Hier, Schäfer. Man wird euch fragen, wie viele Schafe... Wenn sie es tun, nicht antworten. Weil sie sagen werden, dass es ja wohl vorhersehbar war. Ja, natürlich. Ah, ein paar Schäfchen, oder? Das ist eine kleine Herde. Ein schönes Wochenende an alle. Hey, Dr. Rush, dir natürlich ebenfalls. Hau rein, lass dir gut gehen. Hier, guck mal, da wird die Wolle aber ganz gewaltig, du. Da kommt die Wolle aber ganz gewaltig. So, warte mal, was brauchen wir hier oben in der Übersicht gerade nicht? Wolle, lassen wir mal, Kohle ist egal. Müssen wir noch schauen, was wichtig ist. Sheepy Hollow. Das ist genau. Produzieren wir bereits Wolle? Nein, ne? Mein Gut, man muss sagen, der Schäfer ist neu, ne? Das ist noch nicht so erfahren im Schafsbusiness. Ja, hier, guck mal. Jetzt geht's los mit der Schäferei. Wie schön das aussieht. Aber wir haben viel zu viele Schafe hier. So, so ist es besser. So, die kämpfen ja auch am Holz. Das ist gut. Jetzt fehlen noch zweimal Bretter und dann, jetzt haben wir die zwei Bretter, jetzt können die nämlich fertig bauen. Jetzt können wir die Weberei da machen und mit der Weberei geht der ganze Spaß ist los. Ein Döner mit Schaf, bitte. Okay, Mipa, okay. Schauen wir mal, dass wir hier alles noch tatsächlich mal fertig bekommen. Von den Gebäuden auch schon allein. Mhm. Ja, die haben halt wahnsinnig viel Grundholz gezogen, die Köhler. Dünner Bude.
Also die erste Wolle kommt rein, die könnte man auch dann relativ zügig weiterverarbeiten. Da ist auch tatsächlich bald fertig. Hier wird auch unser Wehrturm langsam aber sicher hochgezündet. Aber auch da 55 Stoff braucht das Ding noch, ne? Also da werden wir jetzt eine ganze Weile einen Engpass haben. Selbst wenn der dann läuft mit Vollgas und so, das wird eine Zeit brauchen, bis wir die Stoffe in der Menge produzieren können. Wir erwarten ein schlechtes Wetter? Mein Herr, laut Vorhersagen naht ein Unwetter. Ich empfehle, möglichst viele Lebensmittel anzuhäufen, solange das Wetter noch mitspielt. What? Können wir das abernten? Erntet! Schnell! Los! Do it! Können wir zwei auch hier zuweisen? Wir machen mal zwei rein, auch wenn wir vielleicht das noch am Anfang nicht brauchen. Los, erntet! Erntet schnell! Okay. Das mit dem Wetter ist natürlich so und so eine Sache. Mal schauen. Sag mal, die hacken doch hier aber auch wie die Weltmeister hier in den. Ja, genau, das wird schon weniger. Das ist gut. Weil wenn dann nämlich der ganze Holzbereich weg ist, dann können wir vielleicht sogar hergehen und noch ein bisschen mehr Weizen anbauen, weil das scheint mir gerade zu wenig zu sein. Das scheint mir noch ein bisschen mehr zu brauchen. Ja. Hier haben wir noch einen Wegweiser, den können wir hier vielleicht aufbauen. Okay. So, hier wird dann die Schneiderei gebaut, die werden wir auch bauen. Da brauchen wir aber wahrlich dann schon mal wieder einen neuen Marktstand, kann das sein? Dann pass auf, dann editieren wir den Marktstand jetzt mal. Und machen hier einen Warenstand dazu. Kann ich eigentlich irgendwie sowas wegändern? Kann ich die Bank nicht ändern? Kann ich die nicht entfernen? Vielleicht nicht, ne? Anna sagt so Feierabend! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Genieß es. So. Hat ja Zeit, dass wir das ein bisschen aufbauen, ne? Ist kein Stress. So, voll die Steigung hier drin, ne? Also es ist so schon ordentlich. Richtiges kleines Bergdorf. Ein Stück Podcast. Okay, krass. Wo ist das? Warte mal, was ist das Problem hier? Ach, guck mal, ein Holztor. Ah, das können wir hier noch nicht bauen, ne? Ah, blöd. Müssen wir mal. Wir schauen mal am Schluss, wenn das fertig steht. Schauen wir mal, wie wir das mit dem Holztor noch machen würden.
Okay. Also ich bin jetzt tatsächlich der Überlegung, wie wir das machen sollen. Produzieren wir gerade eigentlich überhaupt Stoffe? Ich sehe. Doch, hier hinten haben wir Stoffe geliefert. Ja, perfekt. Okay, es klappt. Dann ändern wir mal ganz kurz den Wareneinkauf. Weil wir kaufen ja auch irgendwie Stoffe ein, oder? Ja. Und dann verkaufen wir alles, was mehr ist als 50. Oder machen wir das überhaupt? Warte mal kurz. Bringt das eigentlich irgendwas? Wissen wir die Preise hier? Möchte kaufen, ihr hier. Bären. Bretter. Bären und Bretter sind die Sachen, die er kaufen möchte. Das sind die zwei. Und Werkzeuge verkauft er, oder? Ja, der verkauft doch Werkzeuge. Ja, gut, dann ist es erstmal für einen Moment okay so. Komm, ist man mal einkaufen, schon ein anderes Spiel. Ja, das letzte Xion war fertig. Da sind wir durchgekommen. Ja, das ging schneller als erwartet. Also ich habe eigentlich schon gehofft, dass wir noch ins erste System kommen. Dass wir halt nicht viel Tech Tree oder sowas haben. Aber irgendwie sowas, das hätte ich eigentlich schon gedacht. Aber gut. Hey, war ein schön, ist ein cooles Spiel gewesen. Ist wirklich ein cooles Spiel gewesen. Ah, wir haben wieder zwei Stoff. Sehr schön. Das finde ich großartig, dass wir jetzt auch ein bisschen was davon übrig haben. Ja. Und ich habe einen Mond gesprengt. Ja, ein Mond ist in die Luft geflogen. Das kann ja mal passieren. Das ist jedem von euch schon mal passiert. Ja. Schaust du einmal blöd nicht hin, ja, und schwuppdiwupp fliegt dir halt so ein Himmelskörper in die Luft. Das ist ja... Chat, ihr wisst doch, wie es ist. Jono, willkommen zurück, Hallöchen. Später als gedacht. Ah, aber du bist da. Jetzt bist du da. Ist doch wunderschön. Also, als ob bei mir jemals irgendwas explodieren möchte, würde ich. Ich bestreite alles. Ich bestreite alles. So, hier steckt man jetzt auch mal einen rein. Der diese Skulpturen herstellt. Mal schauen, ob die jemand kaufen mag. Oh, die sind richtig stinkig, du. Oh, Philippa, ist echt sauer, ne? Zugehörige Unterkunft wollen die haben. Aber die können wir ja nicht bauen, ne? Die wollen Waren haben. Haushaltswaren und Kleidung. Kleidung können wir vielleicht liefern. Also technisch gesehen, vielleicht bald. Oh, Steinblöcke werden hier gefordert. Können wir irgendwie Steinblöcke selber herstellen? Das ist eine Steinmetzhütte direkt dann auch. Die haben wir ja schon, ne? Ja, die. Okay, das heißt, Steinmetze fangen jetzt schon an zu arbeiten. Ah, okay, alles klar. Brille gefunden. Na, das ist auch hervorragend. Niemand hat die Absicht, Dinge explodieren zu lassen. Zwergtyp 2022. So, er hier gibt alles, ne? Er stellt jetzt die anderen Steinblöcke her. Mit denen geht dann auch wieder was. So kommen wir Stück für Stück natürlich jetzt auch an die Teile, die wir brauchen, wie die Schneiderei, damit unsere Leuten nicht so ganz die Stimmung versaut wird, ne? Na, Arnes, wie geht's dir?
Hier fehlen Rohmaterialien. Ja, das wissen wir halt, ne? Da können wir halt jetzt höchstens den Einzugsbereich hier ändern. Und geben hier einfach ein bisschen mehr Platz hin, aber... Ja, mal schauen. Jetzt hatte ich gerade die Schüssel mit dem Essen in der Hand. Ah! Ich lass dich schmecken. Gut, danke der Nachfrage. Das freut mich. Ja, ich freue mich doch. Freue ich mich. Ja, freue ich mich schon. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Lass uns mal hier noch eine zweite Schafszucht hermachen. Dann haben wir noch einen zweiten Schäfer hier, weil das Ding wird ja irgendwann dann wegkommen. Und dann haben wir auf jeden Fall einen zweiten Schäfer da. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Oh, jetzt kommt schon wieder einer geritten. Och nö. Ich möchte das nicht. Ständig Besuch bei uns. So, was willst du? Mein Lord, wollen wir helfen. Oh nein, jetzt wollen die Brot auch noch. Wir wollen dem König helfen, haben wir gesagt, ne? Dann kriegt er jetzt sein Brot. Ja, kann er haben. Beförderungen sind verfügbar. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Wir müssen bloß aufpassen. Ich würde gerne hier ein paar Leute, bezahle 560, um alle zu befördern. Warte mal, das machen wir gleich. 560 sollten wir haben, dann können wir alle auf einen Schlag befördern lassen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann werden wir auf jeden Fall die Kirche anbauen müssen. Ein fliegender Wagen. Huch. Ja, tatsächlich, ne? Das passt nicht so ganz daher. Ne, das wollen wir dann nicht. Dann bauen wir das hier unten noch mit hin. Schaut nicht so doof aus, weißt du? Was bringen die Beförderungen? Die Leute konsumieren dadurch Sachen, die wir produzieren, einfach mehr. In dem Fall, wenn wir hier befördern. Die Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Hier im Komfort, das heißt, die brauchen ein Haus und einen Gottesdienst wollen sie haben. Und die nächsten Beförderungen, die wollen dann Waren haben, Nahrung und Komfort. Dann wird es dann immer komplizierter, ne? So, wenn wir 560 zusammenkriegen könnten, dann könnte man die halt auf einen Schlag alle befördern lassen. Und dann gucken wir mal. Okay, Steinblöcke sollten wir jetzt auch genug haben. 5 fehlen. Ja, okay, alles klar. Ah ja, guck mal hier, hier machen sie auch, säen sie an. Jetzt wird das Feld schon deutlich größer, ne? Also es wird schon besser. So. Seit dem letzten Foundation-Anschau-Erlebnis hat sich hier grafisch einiges getan. Ja, auf jeden Fall. Auch Spiel, also auch von der gesamten Aufmachung her. Es hat sich wirklich viel getan dabei. Muss man wirklich neidlos anerkennen. Die haben auch das komplette Hard verändert, was ich richtig gut finde. Ob ich mich in die andere Ecke verkrümmel? Nee, ich blockiere tatsächlich gar nichts. Also, ich sitze hier quasi genau auf der Kante, wo dann was ist. Ich muss da auch, wenn ich jetzt... Also, das Einzige, was ihr nicht seht, ist, was hier an den Aufgaben noch ist. Aber was wir zu tun haben, das ist klar. Das sind putzige Schafe. Ja, oder? Ein kleines Steckchenbein, ne? Ist schon gut. So, hier wird auch noch kräftig angefragt. Ja, ja, ja. So, 3 Tage noch bis zur Beförderung. Uns fehlt aber 100 Geld. Ja.
Also Wattebäusche auf Beinen. Ja, das stimmt, ne? Ja, jetzt haben wir es gleich. 5,20. Wir brauchen 5,60, um alle unsere Leute von, also von Neuankömmlingen auf Leibeigene zu befördern. Da haben wir wenigstens so den Grundstand unserer Personen haben wir einmal abgefrühstückt dadurch. Und ich glaube auch, dürfen sich Neuankömmlinge, die kriegen auch ein Level, aber die kriegen, glaube ich, ich weiß nicht, ob die langsamer leveln als die anderen. Oder ob die irgendwie dann weiter aufsteigen können, keine Ahnung. Kugeln die den Berg runter, wenn man sie erschrickt. Ich hoffe, da erschrickt die keiner. Guck mal. Schaut. Schau, wie es schaut. Es hat schon Angst. Ey, wir müssen gleich befördern. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Na komm, jetzt muss noch irgendeiner irgendwas kaufen. Ja, komm. Kauf doch irgendeiner was. Hey, Andrea, hallöchen. Die schweben, die Schafe. Ja, das sind magische Schafe. So, pass auf, dann machen wir halt Folgendes. Lass uns doch mal einen ganzen Satz voll Leute hier befördern. Da geht vielleicht nicht alle. Knaller, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Schön, dass du dabei bist. So, jetzt sind ein Haufen Leute befördert worden. Ich weiß nicht, ob hier jetzt hier neue Buden gebaut werden. Mal schauen. Damit sie besser am Hang rasen können. Ja, das sind magische Schafe. So, mal gucken. Also, wie gesagt, es sollten jetzt einige befördert worden sein. Wir haben jetzt. Hier werden auf jeden Fall Wohnhäuser gezogen, aber wir haben generell ein bisschen Problematik, was Wohnhäuser betrifft. Wir haben zu wenig Platz einfach. Wir müssen demnächst unfassbar dringend expandieren. Also, wenn dann auf jeden Fall hier rüber oder hier runter. Hier unten wäre auch in Ordnung, da holzt man die ganze Ecke neu ab. Und dann wird das alles Wohngebiet, damit wir mal ein bisschen Platz auch kriegen. Und danach gehen wir mal so hier oben weiter und dann hier in das Tal rein. Und das wird dann da wird dann unser Hauptstadtteil reinkommen. Aber was wir brauchen, wird wahrscheinlich hier auch tatsächlich ein Ausbau der Kirche sein. Da dürfen wir jetzt auch ein paar Sachen wieder machen. Aber da sind wir auch hier außer dem Territorium dran. Das heißt, ich kann hier auch noch nicht mal anbauen. Können wir auch aus Stein jetzt bauen, tatsächlich schon. Oh, das geht sogar. Ah, das ist außerhalb. Oh no, das wäre so cool, wenn das noch dran passen würde. Was geht hier noch? Ein Steingrab. Warte mal kurz, die machen wir hier rüber. Lass uns das mal bauen, das wird wichtig. So. Sieht der Turm so klein aus, keine Sorge, wir werden einen Teil abreißen wieder und werden dann hier vorne natürlich auch einen moderneren Teil dran bauen. Dann machen wir vielleicht den Kirchenturm ganz am Ende hinten dran. Ich baue jetzt gerade so ein bisschen querbeet um. Aber ich will auch einen moderneren Turm dann hinsetzen, am besten so einen Steinturm irgendwie auch. Wir werden da noch ein bisschen was ändern. Hard to ignore all the things we said. I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too.